your pretty face running through my mind. Recent memories of the pain I felt seem to fade away as I drift to paradise. All I could think of was your negativity, rejection, saying my name and doing some things I would never dream of. All I ever wanted was kisses and cuddles, positive words telling me it's okay, but you pushed me away. Then enough was enough, you said I'm irresponsible, so I kept on going. You said I'm not mature at all, so I started growing. You said I'm doing things too Morgen, Freunde, ich begrüße euch zu einer neuen Folge Möllis Rotze. Es ist Montagmorgen, es ist kurz vor 10 und ich bin kurz vor Saarbrücken und hab noch kurze 10 Kilometer bis zum zweiten Kunden. Den ersten Kunden habt ihr ja gesehen, den habe ich noch bei Dunkelheit beliefert. Ich war da um 7 Uhr pünktlich da. Eigentlich haben die erst Warenannahme ab 8, aber man sagte mir, ich soll um 7 da sein und die haben dann auch wirklich so, naja, sagen wir mal so kurz vor 7:30 angefangen. War schon ganz cool, hat auch gepasst. Ja, ansonsten, wie gesagt, ich habe jetzt hier eine Kräuterbude, da habe ich nicht viel, das sind nur 8 Paletten. Dann bin ich komplett leer und dann schauen wir mal, was es zurückgibt. Ich bin hier Saarbrücken jetzt genau mit einer Fahrzeit hingekommen. Rein theoretisch, ja, wir wollen nicht weiter überlegen. Wenn man hinkommt, kommt man ja zurück. Ja. Ja, aber gucken wir mal. Machen uns jetzt nicht verrückt. Ist die letzte Woche vor dem Urlaub. Und mal gucken, was uns alles da noch so erwartet. Hoffentlich wird es ruhig. Also, bis später. Tasted dirt as I hit the ground. You were there, you were there through it all. How far are you gonna go before you know what you should have known all along? Now at last I can fall into your I'm headed straight into
Freunde. Freunde! Feierabend. Der letzte Montag vorm Urlaub ist erledigt. Ja, ich habe jetzt noch schnell abgeladen in Alzey. Das Laden, habe ich euch ja erzählt, war extrem lang. Also es hat sich auf jeden Fall lang angefühlt, die 2 Stunden. Und jetzt war ich in Alzey und habe das Ganze abgeladen. Das war so Verpackungsmaterial für Gaststätten hier, so Warmhaltedinger und so. Und Salami und noch irgendwas. Die Salami, habe ich gesagt, kannst bei mir im Kühlschrank machen. Wollt ihr nicht. Ja, und jetzt muss ich morgen früh um 6:30 in Wörth am Rhein laden. Papierrollen. Habe ich schon ewig nicht mehr geladen. Habe ich ja früher fast nur geladen. Und ja, da fahre ich morgen hin. Jetzt hat es gerade Bimmelim gemacht. Echt. Ja, und jetzt stehe ich hier in der Wonnegau auf der Raststätte. Habe jetzt Feierabend gemacht. Es war kurz nach 5. Um 5:30 ist mein 13er rum. Also passt es. Ja, ich werde morgen früh so 5:30 spätestens hier wegfahren. Ich brauche nur knapp eine Stunde bis hin. Und dann guck mal. Ich habe schon ewig keine Papierrollen mehr geladen. Habe ich aber gerade schon gesagt, gell. Und ja, das machen wir. Deswegen, Freunde, ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, auch dieses Video hat euch gefallen. Wenn nicht schon längst getan, lasst mir doch gerne ein Abo da, kommentiert meine Videos und so ein Däumchen nach oben könnt ihr auch gebrauchen. Das bringt uns immer weiter. Denkt dran. Ja, ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, wie euch einen schönen Abend zu wünschen. Und ich verbleibe mit unserem Wicked Peace, euer Mölli, und haut rein. Und zwar richtig, Freunde. Bis dahin, gutes Nächte.